Und damit endlich wieder ein wunderschönes guten Hallo vom Gerry und von den Würzburger Kickers. Ich lag flach am Wochenende. Also Freitag fängt schon an. Die ganze Misere fing Freitag an. Ne? Folge Freitag irgendwie nicht hochgebracht, beziehungsweise aufgenommen gehabt, schon letzte Woche Mittwoch. Und dann ja gar nicht gemerkt, dass mein Neffe hier war und er hat ein bisschen rumgespielt, unterm Schreibtisch auch gespielt mit Lego und Kram, ne? Und zack, hat er irgendwie einen Stecker erwischt und dann habe ich halt aufgenommen, aber ohne Sound. Und irgendwann hat mir kein Mensch Bescheid gegeben, weil ich auch nicht im Stream oder so war in der Zeit. Und beziehungsweise da hat es funktioniert, weil es über einen anderen Kanal läuft. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hatte ich dann am Samstag keinen Sound auf der Folge. Dann konnte ich natürlich irgendwie so schnell auch keine neue aufnehmen. Und Freitag fing dann auch schon an, dass ich irgendwie krank wurde, und Samstag und Sonntag war es echt auch nicht so cool. Also Sonntag ging es schon wieder ein bisschen besser, aber ich habe einfach nicht geschafft, noch eine Folge aufzunehmen. Vielen lieben Dank für die guten Besserungswünsche. Gestern Abend habe ich dann wieder gestreamt, jetzt haben wir nämlich Dienstag. Gestern Abend ging es dann wieder ganz gut. So den Montag, ich war auch arbeiten und so Kram, ne? Das gehört ja auch dazu. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit, im Fußballmanager angekommen, und ich kann euch leider nur was nachreichen, weil ich habe nicht neu geladen. Wir haben den DFB-Pokal 3-0 gewonnen. Und in diesem Spiel hat einfach Etete 3 Buden geballert. War es Etete? Jetzt muss ich gerade gucken, er gibt einen Spielplan. Die Kamara hatte 3 Buden geballert, genau. Weil Etete irgendwie noch angeschlagen, verletzt war. Und dann kam die Eintracht aus Frankfurt und da haben wir 1-4 richtig eine Klatsche bekommen. Das eine Tor hat irgendwie Indelmann gemacht und es war aber auf jeden Fall katastrophales Spiel. Also das ist im Moment hier ein Auf und Ab. Wir kommen nicht zur Ruhe, so wie das halt die ganze Zeit ist. Ihr kennt das ja, ne? Wir gehen gleich in die Kommentare rein, aber der liebe Ronny hat schon gesagt, von wegen, es ist einfach wie der Hansa Rostock Let's Play, weil wir natürlich jetzt mittlerweile ein ähnliches Team haben. Nämlich, wir kriegen keine super-duper Verbesserungen, weil wir einfach kein besseres Prestige bekommen. Und weil wir nicht lauter neuner Spieler irgendwie uns zusammengeklabustert haben. Und die wir haben, weiß ich nicht. Entweder könnt ihr natürlich sagen, ist das der liebe Gerry schuld, der die nicht oft genug einwechselt. Das kann natürlich sein. Und es könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwie nicht gerade so zünden, wie sie sollen. Schwierig zu beurteilen, aber wir gucken uns das trotzdem weiterhin an. Ne? Max Gore hat jetzt auch langsam eine 75 zum Beispiel, aber Inselmann halt momentan hier mit einer 78 ist halt einfach auch nochmal 3 Punkte stärker. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir sollen uns für die nächste, das hat Piano, glaube ich, geschrieben. Ich bin gerade nicht im FM-Zocker-Forum online, Entschuldigung. Aber Piano hatte, glaube ich, geschrieben, dass wir uns unbedingt noch einen Linksverteidiger für die nächste Saison holen sollen. Das macht auch total Sinn. Wiekow hatte hier ausgeholfen, die beiden Spiele. Hat er auch gut gemacht. Er hat der einzige Spieler, der irgendwie noch eine gute Note aus dem Frankfurt-Spiel mitgenommen hat und der einzige, oder dann noch zusätzlich im Pokal auch gut gespielt. Hat er gut gemacht. Er musste 2 Spiele lang eben Kolasinac ersetzen. Lief gut, wunderbar. Hat er hinbekommen. Ja, Jonas Buhr hat gerade eine 14er Form. Vielleicht werden wir den jetzt auch einfach mal kurz reinwerfen. Jonas Buhr ist ja auch so ein bisschen die Frage, wohin so ungefähr, ne? James Ward-Prowse hat gerade eine 13er Form, deshalb lassen wir ihn drin statt Max Scorer. Weil wir gehen jetzt mal über Form. Wir gehen gegen Mainz ran ins nächste Spiel. Das müssen wir eigentlich irgendwie mal schaffen und die knacken. Da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Und ja, Punkte, Punkte, Punkte müssen her. Die Statistik in der Tabelle sieht momentan Platz 16 vor. Das ist eher nicht so geil. So, aber wir gehen trotzdem mal in die Kommentare rein. Ronny habe ich schon kommentiert, beziehungsweise, kommentiert, ne? Bescheid gegeben. Ja, das ist halt irgendwie gerade echt bitter. Und wir kommen hier auf keinen grünen Zweig mit dem. Wir versuchen auch Wanyoman nochmal zu verkaufen, weil, ja, der hat jetzt irgendwie 120 Tage Verletzung. Das heißt, der ist auch finito. Da müssen wir auch irgendwie wieder ein neues holen. Das ist halt, manche Spieler, das hat man in der Realität ja auch so, die fassen einfach nirgendwo Fuß oder zumindest in dem einen oder anderen Verein nicht, und da muss man die wieder loswerden. So ist das, so machen wir das hier auch, so kennt man das, und mal schauen, wo wir den hier hinkriegen. Da, zack, einfach nach Kent. Der ist nämlich hier, ihr seht, so 103 Tage verletzt, das ist doch ewig, ne? Der hatte sich hier 14, 15, 16, 18 Wochen oder so verletzt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Details oder so, da sieht man das, glaube ich. Ist noch dran. Steht noch gar nicht fest, ne? Wie das dann im letzten Endes läuft. Und hatte schon mal hier irgendwie 9 Wochen Fußbruch, 3 Wochen, 2 Wochen. Ja. Hat einfach nicht sollen sein. Müssen wir auf jeden Fall nochmal jemanden organisieren als Linksverteidiger.
Wir haben noch Zeit, aber da gehen wir trotzdem ganz kurz mal rein und gucken uns die Linksverteidigerliste an, die wir da so organisieren könnten mit dem momentanen Prestige. Das ist unser Problem. Ne? Wir haben einfach ein sehr, 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 sehr niedriges Prestige und da wollen eben nicht die geilsten Leute zu uns kommen. So ist das. Das hier wären Kollegen und Kolleginnen, die wir nehmen könnten. Da hätten wir zum Beispiel Noah Holtschoppen von Sandhausen. Den finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist ein 3,5er Talent, 75er Stärke, 25 Jahre alt. Kostet auch nur knappe 3 Millionen. Der hier ist ein Jahr jünger, aber nicht besser, ne? Und kostet irgendwie das Dreifache. Also, ne, sehe ich nicht so ein. Talentmäßig hätten wir, gerade mal sortieren nach Talent, Luis. Aber der kann wahrscheinlich kein Deutsch. Nur Portugiesisch und Linksverteidiger mit einer 72. Müsst mal gucken. Also, ich wäre irgendwie direkt bei ihm hier. Ich lasse ihn mal kurz da und lese mal den nächsten Kommentar vor. Achso, Ronny hat auch gemeint, das wäre dann halt irgendwie für ihn irgendwann nicht mehr so unterhaltsam. Das kann ich nachvollziehen. Ich wiederum muss sagen, ich habe ehrlicherweise lieber so einen Abstiegskampf-Let's Play als ein Let's Play, wo wir irgendwie ein Jahr lang komplett ständig zwischen Platz 9 und Platz 12 sind. Das merkt man nämlich am Ende der Saison auch so ein bisschen. Wenn wir dann meistens doch irgendwie safe sind, dann ist so ein bisschen die Luft raus, weil nach oben geht nichts und nach unten geht auch nichts mehr. Wird uns nichts mehr gefährlich. Deshalb bin ich eher so ein bisschen dafür, dass wir weiterhin Abstiegskampf machen. Nicht, dass ich das hier irgendwie forciere und absichtlich da unten rumkicke. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Okay, Frank Schönekerz hat auch gemeint, er hat sich nochmal gemeldet, weil ich war vor ein paar Wochen bei ihm im Stream drin gewesen. Der macht so einen Fußball-Podcast ab und zu mal, wenn er nicht gerade den Digga-Manager spielt. Und ja, da bin ich mal reingedappt irgendwie und hab mal irgendwie gesagt, guten Morgen, mein Lieber. War ganz interessant auf jeden Fall. So, er ist auf unserer Beobachtungsliste, machen wir mal und gehen wir weiter. Auf jeden Fall ist es beim Frank auch so gewesen, dass wenn man dann irgendwie neu lädt und man hat irgendwie eigentlich eine Siegesserie am Start, dann lädt man neu und dann ist das auf einmal, hat man nur noch Niederlagen. So, hier, das machen die hier auf jeden Fall so. Dann haben wir Jonas Buhr endlich wieder einen Sieg von meinem Spieler sogar persönlich eingeleitet. Ja, das war stark, ne? In der vorletzten, oder in der letzten Folge, aber in den vorletzten Spielen hatte Jonas Buhr einen guten Tag erwischt, auf jeden Fall. SGD Forever, moin Gary, ich will halt Stammspieler sein in der zweiten Mannschaft und im Team helfen. Jetzt hat Borowski erstmal die Aufstellung geändert und da Stammspieler bin ich wieder zufrieden. Wenn du sagst, dass du alle brauchst, dann bleibe ich auf jeden Fall. Ich brauche in der zweiten Mannschaft alle bis auf die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, die sowieso keinen Bock mehr auf uns haben, die gehen wollen, ne? Wir gucken aber gleich auch nochmal in die zweite Mannschaft rein. So, Mainz ist ja, punktgleich mit uns, was die Stärke angeht, aber deren Saison läuft viel besser. Die sind Neunter zurzeit und ja, da müssen wir jetzt gegen arbeiten und kämpfen. Ich sitze übrigens im Dortmund-Outfit, weil ja, ich beerdige damit im Prinzip jetzt mal diese Saison heute für Dortmund. Man hat gegen Köln nur unentschieden gespielt jetzt am Wochenende und Bayern hat wieder gewonnen und ja, jetzt sind wieder mehr Punkte, jetzt sind wieder 7 Punkte oder 6 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Und ich hätte gesagt, wenn Dortmund gegen Köln gewinnt und das bleibt irgendwie bei 4 Punkten Unterschied zu den Bayern, dann hätte ich gesagt, ja, es wird noch spannend oder es bleibt erstmal spannend, bis halt Bayern gegen Dortmund spielt. Aber jetzt mit 6 Punkten ist auf jeden Fall gelaufen. Natürlich spannend, auch in Anführungszeichen, auch 4 Punkte auf Bayern aufholt, ist schwierig. Aber wie gesagt, es wäre noch das in Anführungszeichen Entscheidungsspiel gewesen gegen Bayern. Wenn man das dann gewonnen hätte, alles krass im Konjunktiv logischerweise, dann wäre es richtig spannend geworden. So ist es halt jetzt mit 6 Punkten, ist die Geschichte auf jeden Fall gelaufen. Dortmund ist Zweiter und sonst in keinem Pokal mehr dabei. Also wir beerdigen heute mit diesem Outfit die Saison für Borussia Dortmund. Hoffen, dass nächstes Jahr irgendwie, keine Ahnung, entweder besser wird oder dass man sagt, wir kaufen keine teuren Spieler mehr, sondern wir sind einfach zufrieden mit Platz 2 und holen noch mehr junge Leute und vielleicht auch mal eigene Leute aus der Amateure noch mal hoch. Da sind eigentlich so ein paar. Ich check zum Beispiel nicht, warum man Moukoko jetzt irgendwie nächstes Jahr wohl verleihen will. Ich würde einfach sagen, nimm die 80 Millionen oder 75 Millionen für Haaland, verkauf vielleicht auch Bellingham, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der ohne Haaland bleiben will. Und dann baut mit Süle und mit Moukoko und vielleicht noch 2 aus der Reservemannschaft. Und irgendwie noch 1, 2 coolen Einkäufen. Ja, irgendwie so ein jüngeres, schönes, also was heißt jüngeres? Sie sind ja jetzt auch jung. Aber ein schönes Team auf, was irgendwie Bock hat. So, ich habe bei manchen das Gefühl, die haben keinen Bock mehr.
Oder sind so Schönwetterfußballer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Egal, wir beerdigen die Saison. Das habe ich jetzt gesagt. Und deshalb hier heute in meinem Hommage-Outfit. So, unsere Saison hat gerade erst angefangen. Beziehungsweise so ein Drittel ist ungefähr rum. 10. Spieltag, Bundesliga, Topspiel. Bayern München muss zu den Wölfen, die auf Platz 1 sind und Bayern nur 6. Das wäre in der Bundesliga natürlich grandios, wenn das mal so wäre. Ne? Stuttgart gegen den HSV und Eintracht gegen Borussia Dortmund sind die anderen beiden Topspiele. So, hier habe ich eben was gelesen, ich muss mal gerade in die Mails rein. Elat ein Interesse an uns, das meinte ich nicht. Trainingsziel erreicht bei den Jugendspielern, Scouting abgeschlossen. Das hier, was ist denn hier? Spieler Stefan Ortega Moreno lästert angeblich hinter ihrem Rücken über sie. Sie haben zwar keine Beweise, aber sie sollten vorsichtig sein. Was ist denn mit dem jetzt los? Warum, was will er denn jetzt hier? Was ist denn mit dem los? Mal gucken, Spielergespräche kann ich nicht machen. Okay, dann halt nicht. Dann lassen wir das erstmal. Götze darf auf die Tribüne. Ja, der hat uns eine Saison wirklich gut geholfen, aber jetzt ist er auf dem absteigenden Ast auf jeden Fall und ja, das müssen wir dann auch so hinnehmen. Michael Lang ist einfach unser Kapitän, deshalb bleibt auch Wiekow, auch wenn er 2 Punkte stärker ist, erstmal noch auf der Bank und kann dann noch kommen. Weiter geht's in den Kommentaren, beziehungsweise gehen wir noch in die zweite Mannschaft rein. Da hat im Moment der liebe Tim Borowski komplett freie Verfügung über das über die Ausstellung. Der macht es auch jeden Spieltag anders, aber momentan, und das ist das Wichtige, sind wir auf Platz 1. Es geht in dieser Saison für die zweite Mannschaft nur darum, aufzusteigen, damit wir in der nächsten Saison endlich mal dritte Liga spielen und dann die zweite Mannschaft noch geiler oder endlich mal ordentlich fördern und verbessern können. Deshalb muss sich hier jeder hinten anstellen. Ich weiß, das ist schwer für manche. Ich weiß, das fordert auch Disziplin. Aber ich muss jedem sagen, ich brauche euch alle. Ich brauche einen Butzkauskas, ich brauche einen Jase, ich brauche einen Lewandowski, einen Kilic und einen Lars Stindl und einen Juan Mata. Die einzigen, die ich nicht so brauche, sind Hammond und ich weiß nicht, wer jetzt noch die ganze Zeit irgendwie angefragt wurde. Die beiden in Außenverteidiger, die keinen Bock mehr auf uns haben. Die habe ich keinen Bock mehr durchzuziehen. Vielleicht gehen wir da ohne eine Dreierkette rein oder so. Mal gucken, was der Borowski noch vorhat. Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass der liebe Borowski alles reingeschmissen hat, was geht. So, Ini habe ich im letzten Spiel übrigens gegen die Eintracht sogar ein Debüt gegeben. Stand halt 0-4 und habe ich gedacht, warum nicht auch den Christian Totti irgendwie reinbringen. Hat leider kein Tor gemacht, aber jetzt das erste Profispiel in der ersten Mannschaft gehabt. Ja, erste Mannschaft steht soweit. Wir gucken noch ganz kurz die anderen Kommentare an. Nils Butze, immerhin haben wir gegen Köln gewonnen, sonst wäre es ja echt eine Katastrophenfolge gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Transfermarkt generell können wir mal so reinseppen, was wir so haben. Ohne Linksverteidiger, alle. Und dafür aber Sprache Deutsch bitte. Ob ihr noch einen anderen coolen seht, wo ihr sagt, das finde ich ganz nett. Wir können ja auch ein paar nochmal scouten gerne, deshalb lasse ich das einfach mal so. Jens Kastrop zum Beispiel, können wir da einfach mal hier noch irgendwie einen Spieler rein scouten. Den hier zum Beispiel. So, Darida, sonst haben wir hier gerade keine, die so richtig gescout werden müssen. Okay, guckt euch das mal an, ich gehe in der Zeit noch weiter. Chemie Leipzig, nach der Niederlage gegen Schalke dachte ich schon, die Kickers müssten den Feuerwehrmann Magath holen. Ganz wichtiger Sieg gegen Köln, so muss das aber erstmal weitergehen. Ja, das hat nicht geklappt. Taktik habe ich aber dran gedacht und ja, Magath war, habe ich die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, aber nicht zeigen konnte, auch besprochen. Ich bin gespannt, wie es läuft mit Magath. Er ist ja irgendwie aus der Zeit gefallen für den heutigen Fußball, aber vielleicht genau das Richtige jetzt für die alte Dame, einen alten Trainer mal zu haben in Berlin. Auf jeden Fall das erste Spiel mit und ohne Magath, weil er war irgendwie Corona-mäßig ja, nicht am Spiel beteiligt auf der Trainerbank, hat Berlin gewonnen. Von daher kann es für Berlin erstmal so weitergehen. Ich bin gespannt. Mikko Pause und auf und ab ist echt nichts für schwache Nerven. Es fehlt wieder die Distanz, die Konstanz, die Distanz nicht, in den Ergebnissen. Sieht genauso aus, lieber Mirko, hast du recht. Isländer, moin, die Niederlage gegen Schalke war echt bitter. Die Heimschwäche ist richtig nervig. Zum Glück hat Köln auch eine. Was macht eigentlich Felix Magath in deinem Spielstand? Man kann leider nicht nach Magath oder nach Mitarbeitern suchen. Also nach Magath kannst du suchen, findest halt nichts. Ne? Nach Mitarbeitern kann man nicht suchen, deshalb weiß ich gar nicht, was der Typ gerade macht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass Folgendes passiert ist. Wir haben beim FC Augsburg, wo sind die denn? 2. Liga oder so? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Augsburg. Da, die sind Letzte in der 2. Liga. Die haben ihren Trainer rausgeworfen, der da hieß Jerome Boateng. Deshalb bin ich gespannt, wo der jetzt so landet. Huch, Mannschaftsfoto wollte ich nicht klicken. Kackt jetzt Spiel ab? Nein. Mitarbeiter ist jetzt, oder Trainer ist jetzt, David Wagner.
Mal gucken, was der so mit Augsburg noch schaffen kann. Sind auf jeden Fall echt schlecht drauf, die Jungs. Gut, wir gehen jetzt in die Partie rein mit einigen guten Formen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ehrlich gesagt, nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Aber wir nehmen es natürlich gerne mit, dass Kamara, Buhr und James Ward-Prowse eine gute Form haben. Feuer frei. Hoffentlich können wir das jetzt auf dem Platz auch umsetzen. Das wäre wichtig. Ihr seid stark. Wir müssen jetzt mal gewinnen. Das müssen wir einfach so sagen. Und Taktik, ihr seht, es ist alles eingestellt. Perfekt, wunderbar. Alles gut gemacht. Konterspiel habe ich mal ausgestellt. Müssen wir mal gucken, ob wir das wieder anstellen sollten. Im Moment ist es erstmal aus. Mainz hier nach den ersten 6 Minuten auch eher defensiv ausgerichtet. Deshalb läuft hier gerade noch nicht so viel. Die ersten 10 Minuten sind vorbei. Alles ein bisschen Larifari, ein bisschen Schlafnasenfußball. Auch die ersten 20 Minuten bringen irgendwie nichts. Und da müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir nochmal sagen, geht drauf. 30 Minuten, jetzt passiert ja gar nichts. Was ist denn das für ein Spiel? Jetzt endlich mal was. Aaron Martin kann nämlich da Kamara nur mit einem taktischen Foul stoppen. Es gibt gelbe Karte und eine gefährliche Freistoßentfernung. Und ein Freistoßtor, ich meine, das wäre das eine Tor gewesen. Aber diesmal ist es nicht unser Indelmann, sondern James Ward-Prowse, der es macht. Aus 27 Metern hält der mal drauf. Robin Zehntner kann den aber gerade noch entschärfen und boxt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Das heißt, es gibt zumindest eine Ecke. Und jetzt kommt der nächste Standard also genau wieder rein. Wieder von James Ward-Prowse. Akanji, der ehemalige Dortmunder, springt nach oben, will die klären. Verschätzt sich vollkommen, verlängert jetzt den Ball mit dem Hinterkopf an die eigene Latte und dann Tor aus. Uiuiui, die nächste Ecke. Das wäre natürlich richtig übel gewesen für die Mainzer. Aber ich hätte mich gefreut. Ne? Ich hätte mich sehr gefreut. So, die nächste Ecke, die zweite also, diesmal von der rechten Seite wieder, kommt rein von Ward-Prowse und dann ist aber Robin Zehntner, der kommt einfach heraus, hat das Ding in beiden Händen, kann das hier ganz ruhig angehen. Aber immerhin, weiter so, es geht ja ganz gut, ne? Oh, 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 was macht Jess Hunder? Der lässt einfach Villeneuve stehen, spielt jetzt auf Malong ab. Dirk Schröder hält den Ball, aber da kommt Mateta da am Praller Tor, 1:0. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 1:0, das ist natürlich... Eieiei, 10 Minuten vor der Pause, ein Nackenschlag. Ein Nackenschlag, besonders gleich. Ein Angriff über die Niakate, die Mainzer spielen jetzt nach vorne. Der Niakate auf Maitland-Niles, der schießt und dann schießt er nach innen. Oh, haben wir abblocken können, aber es kommt die erste Ecke für die Mainzer. Die kommt rein von Aaron Martin, der Linksverteidiger bringt die in die Mitte rein. Da ist wieder Martin, der will das zweite machen, aber er macht es zum Glück nicht. Er kopft. Oh Mann, was ist denn jetzt hier los? Der köpft drüber und es geht schon wieder weiter mit den Mainzern. Quaison auf Mats Pedersen, der flankt. Dann ist da Dirk Schröder. Oh, klärt den Ball noch zur Ecke. Mann, 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 Mann. Jetzt hier nach dem 1:0 verlieren wir gerade alle Regeln der Kunst, die wir so aufgezogen haben. Ecke von der rechten Seite. Martin bringt sie rein. Mateta will köpfen. Ronny Schumann kann sich aber durchsetzen und klärt diesen Eckball. Menschenskinder. Oh, 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 oh. Oh, 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 es geht schon wieder weiter. Pierre Kunde Malong geht da problemlos an Chris Richards vorbei, schießt. Dirk Schröder kann das Ding noch retten. Schöne Kombination von Mainz. Wir kommen ja gar nicht mehr hier zu Potte. Oh, 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 oh. Lee Jae-sung auf Mateta. Der macht das zweite Tor zum Glück nicht. Hossa die Waldfee. Hier haben wir uns aber gerade noch so in die zweite Halbzeit, in die Pause gerettet. Kolasin hat mit einer 1. Schröder mit einer 1. Diego Almeida mit einer 2. Was ist denn da los? Dirk Schröder mit einer 2 auch. Aber hinten haben wir gute Noten. Das sehe ich ja komplett überhaupt nicht so. Aber gut, vielleicht wäre es noch schlimmer, wenn die einen schlechten Tag hätten. Ne? Boah. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall hier wieder einige Leute mal irgendwie rannehmen. Und da hilft ja nichts. Ne? Da muss vielleicht Max Gorra auch mal auf die OM-Position. Ah, wir warten noch. Wir lassen es erstmal noch bis zur 60. Minute so, wie es ist. Und jetzt mal hier bitte konzentrieren vielleicht. Ne? Muss ich da mal machen. James Ward-Prowse nimmt jetzt den Ball mit der Hand mit. Gibt gelbe Karte. Okay, da müssen wir dann irgendwie zusehen, dass wir den nachher doch auswechseln. Aber es kommt endlich nochmal Zug auf der rechten Seite mit Villeneuve. Der bringt die Flanke rein. Ah, wird erstmal geblockt von Niakate, aber er holt sich den Ball wieder. Ja, macht er gut. Jetzt spielt er den doch in die Mitte. Und in der Mitte ist Abdulkarim Kamara. Schießt und Manuel Akanji. Akanji springt dazwischen. Kriegt den Ball eigentlich. Was? Das war doch noch abgefälscht. Das hätte doch noch eine Ecke für uns geben müssen. Aber leider gab es keine. Sauerei. Sauerei. So, ja, schwierig, ey. Ich habe hier alles eingestellt und trotzdem ist hier auf einmal Pressing wieder unter der Abwehrreihe. Was ist das denn für ein Schrott gerade wieder?
Würzburg kontert und das ist richtig blass für Tavares auf der linken Seite. Und oh, was macht der denn da? Schießt das Ding. Achso, der war noch abgefälscht. Ich wollte gerade sagen, schießt das Ding in die Eckfahne. Aber der war wohl abgefälscht. Deshalb gibt es die Ecke hier und James Ward-Prowse bringt sie in die Mitte rein. Buhr bedrängt Zehntner im 5-Meter-Raum. Ja, und dann gibt es natürlich Stürmerball und Freistoß für die Mainzer. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann nochmal Würzburg mit Prowse auf Tavares. Der, oh, ein toller Pass in die Mitte auf Kamara und der macht das Ding. Zack, 1:1. Die Abwehr guckt nur zu. Klasse Spielzug von Prowse auf Tavares auf Kamara und der klärt das Ding, hätte ich bald gesagt, ins Tor rein. Ja, wunderbar, so kann man das auch machen. James Ward-Prowse kann trotzdem jetzt gehen. Dafür kommt Max Scorer rein. Und auch Jonas Buhr mit einer 4,5 eher schlechter geworden. Deshalb kommt Inselmann jetzt für ihn auf dem Tacho. Und rechtsverteidigermäßig bringen wir auch Wiekow, weil der auch einfach gute Spiele gemacht hat. Der Etete lassen wir noch ein bisschen draußen, vielleicht die letzte Viertelstunde irgendwie noch so als i-Tüpfelchen, vielleicht auch für den Ronny, dass wir mit zwei Stürmern spielen. Mal gucken, mal gucken. Erstmal haben wir jetzt den Ausgleich gemacht und da müssen wir nachsetzen. Weiter so, müssen wir sagen, ne? Damit das irgendwie hinhaut. Heieiei, wir brauchen hier mal wieder drei Punkte. Ein Punkt ist zu wenig. Natürlich ist Mainz hier als Neunter gut platziert, aber ja, stärketechnisch, ja, wo sollen wir denn sonst die Punkte holen? Ne? Wo denn sonst? 63. Minute, Tavares leistet sich hier einen Einstieg gegen Madeline Niles. Das gibt natürlich eine gelbe Karte. Ja, hat er eben gut gemacht, aber jetzt hier ein bisschen überschwänglich in diesen Zweikampf reingekrätscht. Mal gucken. Kamara bringt da jetzt Akanji zu Fall, kriegt die gelbe Karte dafür zu sehen. Jetzt verlieren wir uns eher so ein paar Foulspiele. Aber muss man auch schon mal machen. Ne? Muss man auch schon mal machen. Bisschen über den Kampf jetzt kommen. Freistoß Robin Quaison. Das war natürlich Quatsch, hier den zu organisieren. Der segelt durch den Strafraum und Schröder hat aber gar kein Problem. Okay, alles klar. Alles klar. Uch! Ihr seht schon oben, oder? Ey, ich habe aber auch echt ein Händchen dafür, auf diese Sachen zu klicken, wenn da gerade Tore fallen, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wir werden die gelben Karten auswechseln. Ich habe keinen Bock auf Gelb-Rot. Und Superspiele haben sie auch nicht gemacht, Tavares und Kamara, obwohl Kamara natürlich mit einem Tor gut was gemacht hat. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Martin, der schießt da irgendwie den eigenen Mann an. Unfreiwillig landet der Ball bei Kamara. Niakate schaltet blitzschnell und wirft das Ding noch zur Ecke. Ach so, die wurde schon mit simuliert quasi. Tavares bringt die Ecke rein und dann steht da Diego Almeida. Zentner ist zur Stelle. Wo kommt denn dieses 2-1 her? Ach, die nächste Ecke kommt. Ach, krass. Das ist alles schon vorprogrammiert hier. Diese Kette an Ereignissen. Tavares bringt die nächste Ecke diesmal von der linken Seite rein. Dann kommt der Ball bei Villeneuve an aus 20 Metern. Geht er an Brozovic vorbei, schießt dann. Und dann muss der Ball ja jetzt irgendwie mal im Tor landen, oder? Ja, er landet im Tor. Sehr schön. Verrückt. Also drei Szenen mussten hier generiert werden bis zu dem Tor. Und die wurden schon alle generiert. Krass. Und jetzt kommt erst unser Wechsel. Und es stand eben schon 1:2. Ja, nimm mich hier mit. Ich finde es gerade eine sehr kuriose Situation. Aber ich nehme es natürlich super gerne so mit. Wir führen. Perfekt. Wunderbar. Und jetzt aber bitte mal Konzentration oder so. Ne, dass wir das auch halten können. Das wäre jetzt wichtig. Die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Und dann sind wir über Freiburg, Düsseldorf und, Überraschung, Leverkusen. Was ist denn da los? Huch. Ist mir aber auch egal. Hauptsache, die sind unter uns. Der Karnevalsverein wechselt auch. Till Wawra kommt als Linksverteidiger für Aaron Martin und vorne im Sturm wird auch gewechselt. Jonathan Leko für Robin Quaison. Noch ein paar Minuten haben wir. Konzentration jetzt. Konzentration. Ruhig spielen. Kurz vor der Tribüne sind wir. Ruhig spielen. Nichts mehr anbrennen lassen. Ja, das bringt noch mal ein paar Minuten da. Niklas Dock liegt auf dem Ball. Oh nein, wir sehen die Mainzer mit Brozovic kommen auf Pedersen. Der bringt das Ding dann zu Mateta weiter und Mateta macht das Tor zum 2:2 in der 88. Aber dann ist zum Glück der Schiedsrichter auf unserer Seite hat abseits gesehen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Jetzt nicht noch so ein Ding, bitte. Nicht noch so ein Ding. Zeitspiel noch, zwei Minuten. Ach, es ist schon vorbei. Gott sei Dank. Mensch, glücklicher Sieg, ist mir aber vollkommen egal. Freiburg hat einen neuen Rekord aufgestellt, herzlichen Glückwunsch für 9 Spiele ohne Sieg wahrscheinlich oder komplett ohne Punkte. Gucken wir jetzt mal an. Oh, Hilfe, ey. Topmann Diego Almeida, der vor ein paar Wochen noch am Meckern war. Ne? Gut, dass wir ihn behalten haben.
Wir gucken mal. Die Freiburger haben jetzt einen Punkt geholt. Ja, nach 9 Spielen reinen Niederlagen, einen Punkt haben sie jetzt geholt. Krass, okay. Leverkusen verliert gegen Red Bull. Dann haben wir eine Niederlage von Frankfurt gegen Dortmund. Köln verliert gegen Gladbach. Schalke verliert gegen Hertha. Wolfsburg im Topspiel deutlich verloren gegen Bayern München. 1-5. Wer hat die Tore gemacht bei Bayern? Zweimal Musiala, zweimal Davis und einmal Adeyemi. Uiuiui, Adeyemi, den kennen wir auch noch vom letzten Jahr. Aber es ist natürlich auch eine andere Hausnummer, bei Bayern Tore zu schießen als bei uns. Ne? Muss man auch sagen. So, Freiburg unentschieden gegen Düsseldorf mit ihrem ersten Punkt, also im ja, Abstiegsduell. Und das ist natürlich auch für Freiburg und auch für Düsseldorf eigentlich zu wenig. Hilft keinem richtig weiter. Bochum verliert gegen Hoffenheim und Stuttgart gewinnt gegen den HSV. Ja, Hoffenheim in der Realität okay dabei, ne? Aber Stuttgart zum Beispiel in der Realität richtig am Abkacken. Die sind bei uns echt immer gut dabei. Stark, ne? Am 10. Spieltag haben wir schon eine 5er-Nominierung von Julian Brandt in der 11 des Tages. Das wäre natürlich in der Realität ein Knaller. Ist leider überhaupt nicht so. Beste Spieler mit den meisten Toren im Moment vorne drin, Carlos Vinicius. Der hat uns übrigens abgeschossen, gegen uns 3 oder sogar alle 4 Tore geschossen. Ich guck mal gerade, müsste man ja nachschauen können. Im letzten Spiel. Gerade schauen. Ja, 3 Buden hat er gemacht und 1 war Hinteregger. Ja, das war nix, ey. Das war komplett nix. Ja, Sauerei. Gut, jetzt haben wir gewonnen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Was haben wir hier? Echte Verstärkungen sind Matip bei Wolfsburg, Björn Engels. Oh, die haben 20 Millionen für einen 34-jährigen Innenverteidiger bezahlt. Ja, aber es hat sich ausgezahlt offensichtlich bisher. Björn Engels, auch Innenverteidiger bei Hertha. Raphael Framberger, Rechtsverteidiger bei Eintracht Frankfurt. Und Manon Busch, Rechtsverteidiger, ablösefrei bei Leverkusen. Die irgendwie Vorletzter oder Drittletzter sind. Weiß ich nicht, ob man da von echten Verstärkung reden kann. Mal gucken. Guter Griff bei uns ist James Ward-Prowse. Nur Mitläufer ist Wanyumann und Flop Moreno. Ortega Moreno, ja gut, der ist aber auch einfach für die Bank geholt worden, ne? Das gefällt ihm jetzt nicht, aber damit muss er leben. FC, Team ruiniert mal wieder die Stimmung. Das ist auch geil. Ja, ich sehe gerade hier, Dortmund ist jetzt Erster, Wolfsburg Zweiter, Stuttgart, Leipzig, Bayern München jetzt Fünfter und der HSV Sechster. Die zweite Mannschaft gewinnt weiter und genau deshalb werden wir das weiter so fahren, dass der liebe Borowski da machen kann, was er will. 3-0 gewonnen, Thomas 1 hat die besten Noten bekommen, 2 Tore von Haberer, 1 von Totti, Thomas 1 mit einer Vorlage, Mikko Paul mit einer Vorlage, JT mit einer Vorlage. Eingewechselt wurde Heiko Lewandowski, Jungmann und das war's schon. Oh, huch. Wie gesagt, also ich kann jeden verstehen, der jetzt da sauer ist. Aber, liebe Leute, da müsst ihr jetzt zurückstecken im Moment. Denn es ist das Wichtigste, dass die zweite Mannschaft aufsteht. Egal, was passiert. Wir nehmen hier noch ein Freundschaftsspiel mit, würde ich sagen. Gegen schwache Gegner, guck mal, Viktoria Jägersburg nehmen wir mit. Im Alois Omlor Sportpark. Ja, sehr gerne. Und die Nationalmannschaft von England skippen wir natürlich. Aber da kann ich kurz mal reingucken, wie es da so aussieht. Vielleicht skippe ich das bis nach den Spielen dann direkt. Außer es passiert in der Woche noch was Wichtiges, ne? So, England hat beide Spiele gewonnen und wir haben unser Freundschaftsspiel auch gewonnen. Mario Götze ist ein bisschen verschnupft, hat aber gleichzeitig gefragt, ob er wie eingesetzt werden kann. Ich habe ihm Kurzeinsätze versprochen. Müssen wir mal gucken, ob wir das halten können. Ansonsten ist er noch mehr verschnupft. Ja, wir müssen ran. Leider gegen jemanden, der 100 Punkte stärker ist, also Wolfsburg. Guten Morgen. Das wird, glaube ich, nichts. Also es wird zumindest super schwierig. Wir gucken mal. Topspiel ist Hoffenheim gegen Stuttgart. Dann haben wir Leipzig gegen Mainz und eben wir gegen die Wölfe. Wanyumann hat noch einen Rückschlag erlitten. Der ist jetzt noch mal 2 Wochen länger verletzt. Deshalb ist es einfach gut, dass wir ihn verkauft haben. Kann man nicht anders sagen. Muss man so mitgehen, diese Entscheidung. Chris Richards, weiß nicht, warum der... Ach, der hat irgendwie eine 6 im Spiel der Nationalelf bekommen und hat deshalb gerade eine richtig beschissene Form. Aber den nehmen wir natürlich trotzdem mit. Der muss jetzt irgendwie... Oder wir geben ihm die Chance, sich zu rehabilitieren. Muss man das nicht machen? Muss man nicht genau dann auf solche Leute setzen? Weil der im Verein ja eigentlich gut arbeitet. Aber er hat auch frischemäßig jetzt gerade nicht so die Höchstkonstanz. Ne? Also, schwierig. Max Gorer... Das ist ja ganz schön und gut, aber du sollst eigentlich nicht... Inselmann, was ist der? Was macht der denn hier für Gedöns hier? So rum. So rum. Ja, wir gucken mal.
Tamara hat Tore geschossen gegen den unterklassigen Verein. Wilnöff hat sich gut gezeigt. Also da sind ein paar gute Formen mitgekommen. Schröder ist bald zweistellig, was die Nationalländerspiele angeht. Jetzt schon 7 Nationalländerspiele. Grandios, sehr schön. Wir gucken mal gerade rein hier. Angebot für Kevin Deutsch, nein. Aber 9 Jugendspieler. Januari oder so. Den brauchen wir nicht. 1,5 Talentpunkte, nee. Chris Hammond können wir von mir aus mitarbeiten. Thomas 1 hat den besten Formsprung gemacht. Da hat man alle Spieler bekannt von Arsenal. Das muss ich gleich mal wechseln. Und von City. Arsenal und City muss ich gleich mal rausnehmen. Aber wir gucken erstmal uns die Jugend an. Da bin ich ja im Moment wieder bei Vereinen, die Jugend am Scouten. Jack Smith hätten wir als Talent, als 4-Sterne-Talent im Sturm. Wäre das jemand für die zweite Mannschaft, wo ihr sagt, ey, den könnten wir noch holen und ich hätte auch gerne den Namen? Das könnten wir überlegen. Ehrgeizig und trainingsfleißig für die zweite Mannschaft. 58er Typ. Fände ich nicht so verkehrt auf jeden Fall. Könnten wir mal im Blickfeld behalten und ihr sagt mal, was ihr dazu sagen habt. Dann haben wir noch 67er Innenverteidiger bzw. Linksverteidiger. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Ne? 3,5 Sterne in Anführungszeichen nur, aber 67. Wir suchen noch einen Innenverteidiger. Schon wieder Innenverteidiger, einen Linksverteidiger. Vielleicht setzen wir mal alles auf eine Karte und setzen so jemanden als Ersatz für unseren Kolasinac mit auf die Liste. Finlay Burns auf jeden Fall auch in der Jugend unterwegs und deshalb ja noch benennbar. In der Jugend, B-Jugend haben wir auch ein Vierer-Talent bei den Gunners und zwar Charlie Curtis mit ehrgeizig, Publikumsliebling, aber medienscheu, sichere Pässe, Innenverteidiger 54 für die zweite Mannschaft. Wer weiß, vielleicht. Ich lasse euch das mal so offen. Ne? Und dann haben wir hier noch stärketechnisch einen 3,5er Torwart. Braucht aber Aufmerksamkeit, ist nicht nachtragend, aber verletzungsanfällig. Und ein ZM mit 60. Schwache Nerven. Ja, gut. Okay. Dann haben wir gesagt, wo war das? Kann man gerade gucken. Die zweite Mannschaft ist übrigens vorm Topspiel und das wurde erstmal abgesagt wegen Nebel. Guthöll ist bald wieder fit. Den hier habe ich noch gescoutet, fertig gescoutet, 75er Stürmer. Ich hatte ja eben mal geguckt, was wir so organisieren können. 75er Stürmer, 8 von 10 Talentpunkten. Ja. Aber mit 2 Stürmern spielen, dann müssen wir halt gucken, was wir da tun. Denn mit 2 Stürmern spielen wäre eigentlich nur die Option, OM abzubauen und mit 2 ZMs zu spielen. Könnten wir auch machen, dann würde ich sogar James Ward-Prowse nochmal abgeben wollen und wir könnten mit den Commanden Conquer-Leuten, hätte ich bald gesagt, manchmal ist mein Gehirn aber auch so komplett irgendwie weg, mit den Kollegen Schumann, McScorer und Inselmann und Buhr ein Team hier, ein Zweier-Team immer aufstellen im ZM-Bereich, ne? Allerdings sind das natürlich dann 4 Leute für 2 Positionen. Schwierig. Müssen wir uns überlegen. Können wir aber auch gerne mal tun. Der hier kann einen Jugendscout weiterhin machen, solange wir keinen aktiv zu scouten haben. Wir gehen auf jeden Fall in dieses Spiel rein mit folgender Aufstellung. Und Inselmann, ja, mit einer 7er Form ist das natürlich echt schwierig. Und ich würde trotzdem dann sagen, kommt mal der Jonas von Anfang an und darf zeigen, dass er irgendwie da was ändern will an dieser Rangreihenfolge. Guthöll ist noch angeschlagen, aber kann dann auch Villeneuve noch mal ein bisschen unter Druck setzen. Wobei der ja gut gespielt hat im letzten Spiel. Und wir sollten vielleicht noch mal kurz in die Taktik reingehen. Weil das Pressing ist hier irgendwie wieder trotzdem, obwohl ich es eingestellt hatte und gespeichert hatte, komisch eingestellt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Kamara im Moment der gesetzte Stürmer, weil er einfach trifft. Hier machen wir einfach jetzt mal hier etwas längere Bälle und wieder Konterspiel an gegen die Wölfe. Laufwege checken wir auch nochmal, die sind aber soweit so gut. Also von daher machen wir genau das. Haben wir eigentlich einen Spielmacher? Ronny ist Spielmacher, Buhr ist Spielmacher, McScorry ist Dribbler. Okay, dann machen wir keinen festen Spielmacher, sondern ihr müsst da irgendwie euch einig werden. Wir gehen rein in das Topspiel und wenn wir hier jetzt punkten sollten, dann wäre das natürlich Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind auch nicht mehr ganz so schwach. Eben waren es ja 100 Punkte. Ich weiß nicht, hat da irgendwie einer gefehlt in der Aufstellung? Weil jetzt sind wir auf jeden Fall nur noch 50 Punkte entfernt. Aber auch das ist natürlich viel, ne? So,
Ja, was können wir hier machen, ey? Wir holen unentschieden. Das versuchen wir. Wir gehen drauf und wir holen einen Punkt. Dafür müssen wir nämlich einfach kein Tor kassieren. Das wäre schon alles. Der Schiedsrichter Jonas Sallmann hat angepfiffen, die ersten 5 Partien passieren, ohne dass etwas passiert. Und dann in der 10. Minute Schlotterbeck mit dem Ballverlust gegen Wout Weghorst. Und Wout Weghorst will schießen, aber Diego Almeida, der im Moment gut am Start ist, ist auch hier dabei. Springt dazwischen, klärt zur Ecke, die kommt rein von Maximilian Arnold in der linken Ecke. Bringt da die linke Schröder mit dem Ding. Oh nein. Dirk Schröder, unser nationaler Torwart, hier unser neuer, unterläuft den Eckball und dann steht da Weghorst frei und muss das einnicken. Krasser Fehler des Torhüters. Ach du Scheiße. Und das in der 10. Minute. Oh, oh, oh. Das macht natürlich was mit dem Torhüter und auch mit der Abwehr, ne? Wenn du da, oi, oi, oi. Wenn eigentlich der allerbeste Typ auf dem Platz so einen Fehler macht, ne? Und die nächste Ecke. Jetzt ist natürlich Hose am Zittern da. Arnold bringt sie rein von der rechten Seite, diesmal ist aber Wiekhoff da und kann den Ball sogar kontrollieren und klären. Ah, immerhin. Kriegt den Ball auf die linke Seite und da ist Tavares. Der passt jetzt von der linken Seite vor das Tor. Da ist Kamara, der ist aber zu langsam. Und deshalb kann Takehiro Tomiyasu klären. Eieiei. Und dann gibt es den Gegenzug über Torben Rhein. Der wird aber von Kolasina zur Ecke geklärt. Und ja, Eckbälle sind hier heute hoffentlich nicht weiterhin problematisch. Arnold mit der Ecke, Schlotterbeck setzt sich gegen Weghorst durch und kann diese Ecke klären. Lasst ja nichts mehr den Dirk da mit der Ecke machen, ne? Sonst wird es eventuell schwierig. Uiuiui, das ist bitter, ey. Das ist sehr bitter. Halbe Stunde gespielt. Maximilian Philipp, der rechts außen, geht mal in den Strafraum rein, will dann schießen. Schießt auch Dirk Schröder. Flachschuss, pariert zur Ecke. Maximilian Arnold bringt den 4. Eckball rein und diesmal ist es Balsam auf die Seele von Dirk Schröder, der den Ball da einfach abfangen kann. Und es gibt aber trotzdem die nächste Ecke. Die kommt rein, vors Tor, vom Tor weg, aus dem Strafraum heraus, vor die Füße von Weghorst und der schießt am Tor vorbei. Glück gehabt, nicht das zweite Tor. Das ist hier zu wenig bisher. Das ist hier zu wenig. Torben Rhein, der zentrale Mittelfeldspieler der Wölfe, läuft hier quer, guckt Richtung Mittelkreis, spielt den Ball genau in die Füße von Weghorst und Weghorst muss den nur noch an Dirk Schröder vorbeischießen und das gelingt ihm nicht. Weltklasse Reflex, das war ganz, ganz wichtig. Nach diesem katastrophalen Fehler zum 1:0 hier jetzt so eine Parade abzuliefern, das war wichtig. Eieiei, aber stattdessen wieder die Wölfe mit Druck über Maximilian Arnold und ein Freistoß. Und da ist wieder Schröder am Start, kann den Druck rausnehmen. Aber die Wölfe kommen schon wieder, wir verlieren überall den Ball da in der Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Wolfsburg schiebt den Ball hin und her, schnell durchs Mittelfeld. Arnold jetzt dann gegen Max Scorer. Max Scorer kann sich den Ball da erkämpfen, erfighten. Huiuiuiuiui. Erste Halbzeit ist vorbei und ich sag mal so ein schmeichelhaftes 0:1 und das nur durch einen krassen Torwartfehler. Es könnte hier auch 0:3 stehen, ehrlicherweise. Hoch, 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 hoch. Da müssen wir uns überlegen, was wir hier gegenzusetzen haben. Wir müssen erstmal meckern hier. Die Situation ist keines. Ne, wir sind okay. Wir sind mal ein bisschen. Ja. Wie sagt man ja so schön, aufbauen. Ne? Situation ist keineswegs aussichtslos. Ein Türchen hinten, das kann man noch drehen. Das kann man noch drehen. Da muss man allerdings jetzt mal loslegen mit dem Drehen, sonst dreht sich hier gar nichts mehr. Außer vielleicht die Weltkugel, weil die, wenn die aufhört zu drehen, dann haben wir ein Problem. So, Diego Almeida wird auch nochmal motiviert und dann darf der Assistent noch die Massage machen. Ronny Schumann auch nicht so ein geiles Spiel gemacht hier. Aber auch hier bis zur 60. gucken wir uns den Spaß noch an. Und es geht schon wieder weiter mit den Wölfen. Maximilian Arnold einen Freistoß wieder rausgeholt. Den bringt er von der linken Seite aber komplett nicht schön rein. Also von daher, das war wild. Torben Rhein setzt da Schumann mal schön die Nase auf, die Mütze auf den Kopf und sagt, guck mal, wie gut ich Fußball spielen kann. Ja, und Weghorst versucht aus 15 Metern, schießt über die Latte. Nächster Versuch von Maximilian Philipp, auch am langen Pfosten vorbei. Und Edwards kommt jetzt auf der linken Seite, will an Almeida vorbeigehen, verhakt sich da im Zweikampf, holt den Ball,
spielt jetzt dieses Bällchen in die Mitte rein. Da ist Maximilian Bleb und der kann den Ball zum Glück an Wiekopf nicht vorbeibringen. Der kretscht den Ball nämlich zur nächsten Ecke. Die sechste in diesem Spiel für Wolfsburg und die kommt mit viel EP auf den 5-Meter-Punkt. Da ist Bleb und der kopft den Ball nicht aufs Tor, weil Diego Almeida noch da war und ihn ja blockieren konnte. Kurz vor der Tribüne. Ich kann auch nicht mehr meckern hier, sonst bin ich gleich hier weg. Jetzt kann ich meckern. Die Blumag-Truppe hat im Moment keine nötige Inspiration und das muss jetzt mal kommen. Ne? Jetzt muss vielleicht dann der zweite Stürmer her. Aber dann sind wir so auch ein bisschen sehr offensiv aufgestellt und deshalb werden wir zurückziehen als DM und dafür kommt dann eben Inselmann rein. Chavarez auf der linken Seite auch wieder kein gutes Spiel. Ne? Von dem erwartet man eigentlich mehr. Villeneuve auf der rechten Seite mit gar keinem guten Spiel, aber da haben wir im Moment niemanden, der ihn ersetzen kann so richtig. Da hätten wir Tavares mit einer 69 und Wiekow mit einer 68. Das ist natürlich 10 Punkte, das ist zu viel. Das können wir nicht machen. Wir müssen allerdings Folgendes noch machen, und zwar die Laufwege bearbeiten, weil wir hier neu gewechselt haben eben. Ne? So. Und dann werden wir nochmal in die Teamtaktiken reingehen. Wir werden Konterspiel zwar noch machen, aber wir werden jetzt mal hier ein bisschen ja, risikofreudiger werden müssen. Mit etwas mehr Pressing. Und dann ist aber die Frage, da müssen wir Konterspiel, glaube ich, ausmachen, sonst wird das nichts. Eteta als Sturmtank und ja, wir gucken mal. McScorer war der Dribbler, Inselmann hatte Inselmann auch Spielmacher. Ne, geht lange Wege, dann lassen wir es raus. Okay. Ja, wir haben dann noch Leute, die wir einwechseln könnten. Aber wir bleiben erstmal so. Reicht ja auch erstmal, ne? 4 Leute auswechseln oder 3 Leute auswechseln, ist ja schon eine ganze Armada an Wechseln, die man da macht. Und erstmal kommt aber eine Ecke von der rechten Seite von Maximilian Arnold rein, die landet bei Kolasin, hat gar kein Problem. Der Linksverteidiger, der ehemalige Wolfsburger, klärt den hier ganz souverän. Niklas Docks kommt also für Tavares rein und vorne im Sturm gibt es auch einen zweiten Mann. Und im Mittelfeld nochmal Inselmann für Jonas Buhr. Ja, gegen den ersten ist natürlich auch nochmal eine Ansage. Ne? Da ist 0-1 gar nicht so schlecht. Aber wenn man nur eine einzige Chance erspielt, dann ist das schon eher ja, schmeichelhaft. Ne? Und hier auch schon wieder schmeichelhaft, weil der Ball landet irgendwie bei Inselmann. Der geht jetzt 30 Meter über den ganzen Platz, wird gar nicht angegriffen. Passt auf Eteta, der schießt. Dann ist Joel Matip mit dem Kopf da und der Ball fliegt zur ersten Ecke. Für die Würzburger Kickers. Die kommt ran von Inselmann, der ja jetzt hier offensichtlich was bringen will. Und der guckt erstmal lange nach der besten Anspielstation. Was macht er denn jetzt? Bringt den Ball dann hoch hinein, warum auch immer. Tomiyasu köpft den einfach raus. Der kleine, weiß ich nicht, was ist denn? Takehiro hört sich an nach einem Japaner, ehrlich gesagt. Edwards auf der linken Seite unterwegs, Flanke. Schröder verschätzt sich und dann ist der Weghorst. Und es ist der zweite Torwartfehler, der uns hier das zweite Gegentor organisiert. Und das zweite Mal ist Weghorst derjenige, welcher daran profitieren kann. So ein Schiss. Ja, dann können wir auf jeden Fall auch Götze irgendwie noch seinen Kurzeinsatz hier bringen. Das ist Schiss. Auf jeden Fall. Und ja, Weghorst, der bringt dann wenigstens die 2 noch mit nach Hause. Das ist Kacke. Und das holen wir jetzt auch nicht mehr auf. Das glaube ich nicht. Alter Verwalter, 2 Torwartfehler entscheiden hier die Partie. Schwierig, ey. Sehr, sehr schwierig. Ist dann auch traurig für den Torwart natürlich, ne? Scorer setzt sich auf links durch, passt in die Mitte, da ist Inselmann, der schießt, aber dann ist da Kölkastels, der diesen Ball halten kann. Ja, Inselmann reingekommen und eigentlich gut Wirbel gesorgt. Einige Aktionen hier gehabt. Schwierig. Schade, dass da kein Tor bei rumgekommen ist. Und wir sind wieder 16. auf dem Relegationsplatz. Und Wolfsburg ist wieder Erster auf dem Meisterschaftsplatz. Ah, yes. Ah. Die wechseln jetzt auch aus. Marion Pongracic kommt als Rechtsverteidiger für Riedle Baku. Und über links kommt Niklas Docks. Der versucht jetzt nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht und wird gefährlich. Kommt aufs Tor, aber Kölkastels klärt den trotzdem ganz easy. Bringt den Ball jetzt nach vorne, dann landet er irgendwie bei Maximilian Philipp auf der rechten Seite. Schlotterbeck in der Mitte, verlängert unglücklich auf Arnolds und der schießt ohne zu zögern. Lang springt dazwischen mit der Fußspitze und legt den gerade noch so zur 8. Ecke in diesem Spiel für die Wölfe. Das ist ja unfassbar. 0-2,
Niederlage bisher hier. Pah. Ein Sieg, eine Niederlage und wir sind unten halt immer noch drin. Wir können glücklich sein, dass Düsseldorf bisher nur einen einzigen Sieg und Freiburg gar keinen Sieg organisiert hat. Ne? Ja, schade drum. Schade drum, aber wir nehmen den einen Sieg halt mit. Und ja, gegen Wolfsburg, das war natürlich vorherbestimmt, dass das schon eine harte Partie wird. Und leider konnten wir hier nicht wirklich mithalten. Statistisch nochmal, guckt euch das an hier. Da haben wir 20 Chancen bei den Wölfen und da haben wir 5 Chancen bei uns. Also das ist natürlich mit 2:0 auch hochverdient, wenn nicht sogar ein bisschen ja, unter dem Radar geflogen. Torben Rhein, ehemaliger Bayern-Spieler, den hatten wir auch mal ab und zu im Blickfeld bei der zweiten Mannschaft bei FC Bayern und wir hätten ihn vielleicht auch organisieren sollen. Ein 86er Typ. Geht durch die Decke. Gratulation für Wolfsburg oder an Wolfsburg für diesen Spieler, muss man dann sagen. Muss man dann sagen. Und recht Bescheid, der sitzt ja auch noch auf der Bank mit einer 82. Also ZM-mäßig sind die gut aufgestellt. Deshalb stehen sie vielleicht auch auf Platz Nummer 1. Dortmund auf Platz Nummer 2. Stuttgart, Leipzig, Bayern, Hamburg. Wir gucken die Ergebnisse an. Gladbach unentschieden gegen Frankfurt. Dortmund unentschieden gegen Düsseldorf. Bayern gewinnt gegen Freiburg. Leipzig gewinnt gegen Mainz. Leverkusen gewinnt gegen Schalke. Berlin 6:0 gegen den 1. FC Köln. Wer hat denn die Gantor? Ah, da durfte ja jeder mal ran. Arne Meyer, Dilrosun, Osabutey, Bogusch, Lovro Meyer und Matteo Cunha. Alle durften mal dran. Die komplette, ja, eigentlich nur Torwart und Abwehr durften nicht. Eieiei. Richtiges Debakel für den 1. FC Köln, die uns jetzt hier entgegenkommen, was die Punkte angeht, habe ich das Gefühl. Genauso wie Schalke. Ne? Stehen hier auf Schlagdistanz, müssen wir eigentlich jetzt so langsam mal überholen, irgendwie. Hamburg unentschieden gegen Bochum und Hoffenheim verliert knapp gegen den VfB Stuttgart. Spieltag, oh, das ist natürlich auch ein super schönes Spielerbild, ne? Passt komplett gut rein in alle anderen. Der hier ist Spiel mit in der Elf des Tages, 2 Einsätze, 2 Tore gemacht, als 66er Stürmer. Okay, ja. Kann man mal machen. Noah Ohio oder Ohio. Weghorst, ja, unser Albtraum. Arnold und Rhein sind auch noch in der Elf des Tages. Also Wolfsburg hier durchaus vertreten. Ist so. Können wir nichts dran ändern. Nehmen wir mit. Das sind auch so die mit den meisten Nominierungen. Ne? Rhein und Arnold, okay. Beste Spieler. Vorne hat sich nichts getan, was die Tore anging. Wout Weghorst holt so ein bisschen auf. Und Jannis Wieckhoff bei uns fast in den Top 10, was die besten Noten angeht. Apropos, was gab es denn für eine Note für Dirk Schröder? Trotzdem noch eine 2,5, obwohl er quasi, ja, weiß nicht, er ist nicht der Schuldige, weil es hätten auch andere Bilderdängereien gehen können. Ne? So, warum klappt das nicht mehr mit dem Toreschießen, Herr Blumack? Offensichtlich sind einige Spieler nach der guten Ausbeute vorher schon satt. Das hat vielfältige Probleme. Nicht zuletzt haben uns die Gegner sehr schwierig gemacht, uns durchzusetzen. Das werden wir intern genau analysieren. Die Stürmer treffen das Tor nicht, ganz einfach. Zwischen Mittelfeld und Angriffskraft. Ja, das werden wir intern analysieren. Da stelle ich mich nicht hier vor die Presse hin und sage, da sind die Schuldigen. Das machen wir nicht. Um Himmels Willen, nein. Ja, das war traurig hier. Schade, schade, Schokolade. Traurig, traurig. Integrationsprobleme bei Chris Hammond, ja von mir aus, der will ja eh wechseln, soll er halt wechseln. Ne? So, Arsenal und City muss ich noch rausnehmen. Ihn habe ich auch noch gescoutet gehabt auf 10. 71er ZM braucht man nicht. Der ist auch, sieht auch aus wie ein Jens Kastrop. Ne? Geil, manchmal so Namenskombinationen. Aber sowas kannte ich auch noch. Ich hatte einen philippinischen Kollegen, Freund in der weiterführenden Schule. Hier, ja, Banyo Man. Manchmal habe ich aber auch so Sprünge. Ne? Banyo Man, 2 Wochen länger noch verletzt als überhaupt. Ja, tja, bitter. Der Kollege in der Schule hieß auf jeden Fall Manfred Krause, ohne Witz, und war ein Philippini. Also war auch so, ne, so ein bisschen The Rock-mäßig aussehend. Hätte nicht so ein Tier, sondern eher als er jünger war. Aber interessant, ne? Und hieß Manfred Krause. Will Smallbone unterstützt jetzt den FSV Mainz als 77er ZM. Puh, ablösefrei. Wenn das kein guter Deal für Mainz ist, dann weiß ich auch nicht. Stark. Starker Deal. Wir gucken ins Trainerkarussell noch rein. Da haben wir Jorge Pinto, ist der neue Trainer von Niederwenigern. Okay. Und ansonsten haben wir nichts. Lilian Thuram bei Wednesday, aber ich glaube, das hatten wir schon. Oder es ist noch aus der Folge, die ich aufgenommen habe und nicht gesehen habe.
David Wagner hat Boateng ersetzt. Ja, okay. Alles klar. Durchwachsene Folge, beziehungsweise erwartbare Folge. Ne? Wir haben einen Sieg geholt und dann gegen den Erstplatzierten verloren. Systemumstellung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Oder hilft eh alles nix? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, der Gary ist weg. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein schönes Wochenende. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi.